Nasib Ahmadi, ich bin ein Cellist, aber in der Oper Die Juden von Toledo spiele ich die Oud, das Instrument, was sehr exotisch für die Opernwelt ist. Soweit ich weiß, ist das erste Mal, dass es in der Oper benutzt wird. Und Herr Detlef Glanert hat einen super effizienten und tollen Klänge aus der Oud gezaubert für diese hochdramatische Oper. Und die Oper beginnt mit diesen Klängen. Das Orchester ist gigantisch, also ein Riesenorchester mit 4 Schlagzeugbatterien und so immer laut und sowas. Und dann kommen diese Oasen, wo nur die Oud spielt. Und zunehmend in der Oper kommt das Orchester und stört diese Stimmung von der Oud.